Vor 8 Jahren erreichte uns die erschütternde Nachricht, dass 2 herausragende Vertreter der Kirchen in Syrien entführt worden waren. Es war am 22. April 2013, als der Metropolit der syrisch-orthodoxen Kirche von Aleppo, Gregorios Johanna Ibrahim, und der Metropolit der rum-orthodoxen Kirche, Basilios Yazici, von Terroristen entführt wurden. Ihr Pfarrer wurde erschossen und seitdem haben wir keine Gewissheit mehr, wie es den beiden ergangen ist und ergeht. Wenn wir schauen auf die beiden, dann ist herausragend an den beiden nicht nur, dass sie gewichtige Leute ihrer jeweiligen Kirche sind, sondern dass es sich um Menschen handelte, die ein hohes Maß an Reflexion hatten. Paulos Yazici war Dekan in Ballamand gewesen an der Theologischen Fakultät, hatte in Thessaloniki promoviert, war auf dem Athos gewesen, ehe er Bischof in Aleppo wurde. Und er ist der Bruder des gegenwärtigen Patriarchen der rum-orthodoxen Kirche. Und Gregorios Johanna Ibrahim, der mit ihm in Al-Mansura entführt worden ist, war ein Mann, der in fast allen großen ökumenischen Gremien für seine Kirche tätig war. Er war in den kleineren Formaten der ökumenischen Begegnung, Pro Oriente, die evangelisch-orthodoxen, orientalisch-orthodoxen Konsultationen in Deutschland. Er war in allen möglichen wissenschaftlichen Gremien. Wir haben uns zunächst kennengelernt über solche Konferenzen in der Wissenschaft. Er hat dann seinen Master, nachdem er in seiner Kirche ausgebildet war, in seinen Master in Rom gemacht und seine Doktorarbeit in Birmingham, sodass er alle 3 kirchlichen Traditionen in seiner Person zusammenführt. Trotzdem, diese beiden Menschen, die sich um Frieden zwischen den Menschen bemühten, die die Koexistenz zwischen den Religionen suchten, die das Gespräch führten mit Migranten und selbst in der Migration aktiv waren, wie Gregorios Johanna Ibrahim, der in den Niederlanden und in Schweden für seine Kirche Pionierarbeit mit den dortigen Migranten aus seiner Kirche leistete, dass es solche Menschen trifft, die für das Verstehen und für den Frieden in der Welt eingetreten sind mit ihrem Dasein und diese letzte Aktion auch ein Versuch war, 2 entführte Priester wieder frei zu bekommen. Dass es solche Menschen trifft, sollte uns ins Herz treffen. Es sind die Falschen, die zu leiden haben, die falschen Menschen, die sich opfern müssen oder die geopfert werden, von Menschen, die nicht wollen, dass man sich um Verständigung miteinander bemüht, sondern die interessiert sind an Feindschaft, an Hass, an Zerspaltung der Welt statt an Einigung. Für solche Menschen sollten wir kein Ohr haben und wir sollten diese beiden Metropoliten ehren in ihren Anliegen, ehren auch daran, dass wir sie in unseren Herzen behalten, weil wir uns nicht damit abfinden wollen, dass diese guten Anliegen, die beide vertraten, zugrunde gehen. An Taten des Hasses, an Taten, die keine Verständigung wollen. Wir wollen mit ihnen hoffen auf eine Welt, für sie beide gekämpft haben.